Kumane Banditenlager ist hier am Ende wegen uns. Das heißt, wir sind krass. Erstmal. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come. Ich dachte, ich könnte da einfach so reinspazieren, indem ich einfach die Ausrüstung anlege von den netten Herren hier. Aber nein! Es ist nicht möglich. Jetzt bin ich wieder viel zu schwer. Das gibt's auch gar nicht. So, die nehmen wir natürlich auch mit. Und dann lege ich vielleicht doch so ein bisschen Hasenfleisch weg. Ja, komm, weg damit. Brauchen wir eh nicht. Ba, 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 ba. Okay, ich kann den nicht meucheln. Problem. Der steht jetzt so ungünstig. Oh. Jetzt kann er wieder weiterlaufen lassen. Was ist hier los, ey? Wir wollten immer noch dieses Ding hier sabotieren. Oh Gott, da steht ja einer. Nein. Wieso diese Büsche auch immer hier überall sind? Kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, nein. Nein, Mann. Hol az a zöldökő disznó? Oh, sage mal, es kann nicht wahr sein, dass wir hier es einfach nicht schaffen, in dieses Dorf hier reinzukommen, ja? Es kann es nicht sein. Jetzt geh hier hoch, Heinrich. Mein Gott, ich muss doch die sabotieren, wie oft denn noch? Sage mal, seit 10.000 Folgen bin ich jetzt hier an dieser Kacke dran. Oh no. Sabotiere die Banditen, bevor die Schlacht beginnt. Ja, wie soll ich denn deren Essen vergiften, wenn ich doch nicht mal reinkomme in das Lager? Bitte? Pfeile in Brand stecken. Oder habe ich denn irgendeinen Eingang vergessen? Also probiere ich es wirklich mal hier lang nochmal zu gucken, ob wir hier durchkommen. Wahrscheinlich sind da auch Wachen. Höchstwahrscheinlich. Also, und es wird schon wieder hell, ja. Es ist. Ich hänge schon wieder. Was ist denn der Spinner? Oh nein, Mann, Alter, das kannst du. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wie können die denn mich sehen? Guck mir eh nicht hinterher. Spinner. So. Jetzt gehe ich mal jetzt nach. Da hinten so lang. Ja, es ist, erweist sich wirklich als eine schwierige Aufgabe. Das muss man ja schon sagen. Hier, hüpf. Oh, Heinrich, wirklich jetzt? Wirklich so. Ja, Von hier aus könnten wir sie überraschen.
Hier ist auf jeden Fall... Bin ich jetzt dort an diesem Eingang? Wahrscheinlich, ne? Nee, nicht ganz. Ich wollte weiter hoch. Ist da auch zwei solche... Idioten, ey. Kann doch nicht sein, dass es hier nirgends. Auf diesem Weg könnten wir unbemerkt bis zum Lager gelangen und sie überraschen. Aber dann würden wir den Kumanen in die offenen Arme laufen. Heinrich! Nein. So, jetzt will ich mal gucken, ob es hier irgendwie doch reingeht. Ohne gesehen zu werden. Wahrscheinlich nicht. Hier sind nur... Da kommen wir nicht rein. Das ist so unglaublich. Und dann sind wir eh wieder dahinter. Also, ich weiß nicht. Zwar sind wir jetzt wieder satt und alles, aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass wir unbemerkt reinkommen würden, wenn wir die Sachen anziehen. Aber nein, die sehen uns. Oder erkennen uns. Oder ich weiß es nicht. Das wäre so gut gekommen. Dass wir hier nicht drüber kommen. Kann ich hier auf den... Heinrich, Busch! Jetzt hüpf und rüber. Ach, schade. Kann doch nicht wahr sein, ey. Dass wir jetzt hier echt nirgendwo reinkommen, ohne gesehen zu werden. Das ist so unglaublich. Das ist sehr ärgerlich, Leute. Dass Heinrich auch hier nicht rüberklettern kann, das ist so unglaublich. So, auf dem Busch hier. Sind zwar mega laut, aber ist mir jetzt gerade völlig egal. Weil ich würde gerne irgendwie da reinkommen. Komplett am besten. Nein, Mann. Es sind auch immer zwei Wachen, ne? Zwei Wachen, Leute. Also hier rüber kommt er, ja? Die andere Mauer nicht. Wer ist da? Niemand. Was ist das? Da, 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 da. Ja, ich gebe da auch nicht auf, Leute. Deswegen werden wir uns hier von mir aus so lange damit beschäftigen, bis wir hier irgendwas erreichen. Jetzt sind wir wieder hier. Da oben steht ein Idiot. Da unten sind Idioten. Da ist ein Idiot. Überall sind Idioten. Es ist helllichter Tag. Ein wunderschöner sonniger Tag ist es hier. Und wir kommen nicht in dieses verdammte Lager rein. Oder was hat mich denn verraten?
irgendwas muss mich doch verraten haben. Die hier vielleicht? Bei die das ja alles gar nicht sehen können. Manisches Schild. Ja, den Bogen noch weg. Also, sie sehen doch eigentlich aus wie so ein Kumane jetzt hier. Würde mich echt wundern, dass das nicht funktioniert, ey. Ich will das jetzt erstmal hier vorne testen. Bevor ich wieder das ganze Dorf am Hals habe. Wo sind sie denn? Achso, die sind ja tot. Ups. Ja. Ja. Gucke ich mich nochmal an, aber kumanisches Schild, kumanische Schuhe, kumanische gepolsterte Beinlinge. Seht ihr doch nicht, was ich drunter anhabe? Mein Gott. Kuman, Kuman, Kuman. Servus. Videos! Achtung, was allein schenken! Was? Emberek, Videos! Ah, ich tepe, ich war auf Kaffee. Ah, alles klar. Ja, ich verstehe kein Wort von dir, was du sagst hier, aber nun gut. Warte mal, Otti! Nein, Mann. Au! Seht, Baslak, der Fußtalitschka! Das kann doch nicht wahr sein, Leute! Ohne Scheiß, ungelogen! Jetzt lasst mich doch in Ruhe! Oh, nein! Jetzt... Mensch! Alter! Pack mich nicht an! Jetzt, Heinrich, renn doch mal! Mein Gott. Ich drück doch auf Rennen. Wieso kann ich... Ach, wieso bin ich jetzt auf einmal viel zu schwer? Oh mein Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Heinrich, du nervst mich. Ich kann nichts tun, ey. Das kann, wieso bin ich jetzt auf einmal wieder schon wieder so schwer? Weil die mich boxen oder was ist hier? Mann. Nein, lasst mich doch in Ruhe, ihr Spinner, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass die mich echt erkennen, ey. Das ist so unglaublich. Ich sehe nichts. Ich habe doch gedrückt, aber egal. Na, was soll ich?
Tag der Futter. Au! Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das ist so schon wieder... Au, Mann! Okay, ich werde jetzt draufgehen. Au! Nein, Mann. Autsch. Wieso treffe ich den nicht, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Au, Mann! Au! Ja, ich werde jetzt eh sterben, aber... Das kann echt nicht wahr sein, dass es, dass wir es nicht schaffen. Ja, ich bin jetzt tot. Ja, ja, das ist, ja, egal. Nein, Mann. Jetzt mal gucken, wo der überhaupt gespeichert hat. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Oder ist es da, wo ich, Wie soll ich denn die sabotiert, wenn... Wie... Wenn ich da nicht reinkomme? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch alles getan, ja. Ich habe mir die Ankleidung angelegt und alles und es, ja, 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 natürlich. Wir sind jetzt wieder hier. Oh, Ruckel. Warum? Müssen laden. Okay, aber... Nun gut. Dann können wir es halt zumindest nochmal probieren. Ja. Ich würde sehr gerne... erstmal auf den, zum Weg finden. So. Ist das das hier der Weg? Ja. Wird sicherlich sein. Ja. Laufe ich überhaupt richtig? Das ist die nächste Frage. Ja. Wunderbar. Da lang. Ja. Ja, ich hatte ja die alle angelegt gehabt, ja. Also... Warum erkennen sie mich, dass ich nicht einer von ihnen bin? Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Weil zum Beispiel bei den München hat es ja auch geklappt, als ich die Kutte angelegt hatte. Ne, aber die sind anscheinend viel schlauer, ja, als die Mönche. Keine Ahnung. So, Peppels, ruhe ich mal ein bisschen aus hier, ne? So. Unglaublich, unglaublich. Aber die Idee mit den Sachen anlegen finde ich gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt, ja. Das hätte klappen müssen. Aber ich weiß nicht, was mich noch verrät. Ehrlich gesagt. Auf dem richtigen Pfad bestimmt. Sind bestimmt gleich da. Oh, wir sind gleich da. Tatsache. Okay, wieso sind hier keine mehr?
Oder hat er so weit gespeichert, dass hier keine Typis mehr sind? I don't know. Nun gut. Ich nehme das auch so hin. Ich kann die doch auch einfach alle umbringen. Wie wär's denn? Hier sind ja keine mehr. Wo sind sie denn alle? Wo sind sie denn alle? Oder sind die gerade auf Beutefangzug? Na gut, okay, hier sind welche. Da ist einer. Kommen die jetzt erst alle? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich hier reinkommen, ohne dabei gesehen zu werden? Das sind die Vorräte. Hier geht's auch irgendwo hoch, ey. Sieh sich das einer an. Die Heiden sind viel ordentlicher als die Banditen. Kann ich hier... Wie soll ich denn die Vorräte jetzt hier sabotieren? Ach, da sind die Pfeile. Je weniger Pfeile ihr habt, desto besser für uns. Nein. Nein, ich hänge! Nein, ich hänge schon wieder! La 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 la. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Okay, sie sind alle wieder da. Bam, 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 bam. So, ihr könnt mich alle mal... Au! Lass mich! Lass... Oh, Büsche! Oh mein Gott, wieso sehen die mich denn so schnell? Das ist so... Nein, Mann!
Lass mich doch in Ruhe. Oh, wer bist du denn? Oh! Nein! Peppels! Mein! Wo ist sie denn? Da! Peppels! Komm, los! Oh nein! Diese Bäume, ey! Das kann doch nicht wahr sein. Ah! Ja! So, wo sind sie denn? Diese Spinner? Na, also zumindest haben wir die Pfeile in Brand gesetzt. Und jetzt müssen wir nur noch das Essen vergiften. Mein Gott, das ist aber auch. Aber jetzt mal ehrlich, wie hätten wir sonst anders da reinkommen müssen? Oder können? Den zweiten nehmen wir natürlich auch. Ich mal schade, dass man halt echt keine Steine werfen kann. So, lass ich von mir aus hier liegen. Kumanischer Gurtezug. So, wo liegt denn der andere Fuzzi? Den habe ich doch hier hinten liegen lassen. Natürlich all seine Groschen hier mit, ne? Apropos, hatte ich jetzt wenigstens die Bücher? Oder hatte ich die nachträglich gekauft? Ne, hatte ich schon gekauft. Okay, wunderbar. Also kann ich das direkt so lesen? Entdeckt. Entdeckt. Achso, Lazarus kenne ich schon, oder was? Ja? Okay, das kann ich verkaufen, aber das kenne ich noch nicht. So. Mein Gott. Wir haben es dann irgendwann mal. Also die Pfeile sind jetzt auf jeden Fall in Brand gesetzt. Jetzt müssen wir nur noch das Essen sabotieren. Aber ich frage mich, ob man doch hier vielleicht irgendwie reinkommen kann. Das ist auch verbarrikadiert, alles. Nein. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh, was für ein Stress. Also. Nein, Mann. Nein. Dir gibt es eine verdammte Scheißtür. Oh Gott im Himmel. Oh mein Gott. Okay, das war schon wieder. Like a Bob halt. Oh mein Gott. Hier sind noch mehr Pfeile. Und das Essen müssen wir halt auch sabotieren.
Diese Pfeile werdet ihr nicht mehr abfeuern. Hier sind jede Menge Fuzis. Oh, eine Geldbörse oder was ist hier? Lalalala, Bürgerschwert. Gift haben die auch. Und nehmen wir natürlich mit hier. So, jede Menge Kram. Oh, richtig viele Pfeile vor allen Dingen. Oh, komm, die nehmen wir mit. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Sind wir jetzt im Lager erstmal drin? Nachdem wir, weiß nicht, wie lange gebraucht haben, um so einen scheiß Eingang zu finden. Ja, oh mein Gott. Egal. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir noch schnell das Essen sabotieren und dann können wir direkt erstmal zu Herrn Ratzig. So, hoffentlich schaffen wir das. Bis dann erstmal. Ciao.